Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stellaris, die Worttechnokratie. Nach dem Intro geht's los. Und wir starten hier mit einem Blick auf die aktuelle Situation zwischen uns und den anderen Reichen. Was mir in der letzten Folge ganz empfallen ist, ist, dass dieser Schatten, dieser leere Schatten, also dieser Leviathan, unseren Wissenschaftler Gannak Woon getötet hat. Das ist mir wirklich nicht aufgefallen. Den hatten wir ja hingeschickt, um uns das Biest nochmal anzuschauen. Deswegen hatte ich den Spielstand nochmal geladen. Also das war beabsichtigt, nicht dass er denkt, ich habe getrickst. Was habe ich noch in den letzten Folgen gemacht? Abseits, beziehungsweise nach der letzten Folge, habe ich noch unsere Fraktion umbenannt. Und zwar die Wissenschaftsfraktion Institut für höheres Wissen und die Friedens- und Ordnungsbewegung, also Move and Order, Peace and Order. Ich bin mir aber gar nicht so sicher, ob man das 1:1 übersetzen konnte. Aber wir wissen schon, was gemeint ist. Praktisch die autoritäre Fraktion. Okay, wollen wir loslegen. Ihr baut hier weiter. Du wirst erstmal das System hier, hast du schon erforscht. Dann erkunde das System, erkunde das System, erkunde danach dieses System. Weil hier unten ist die letzte Unterlichtsonde, zumindest Spuren dieser letzten Unterlichtsonde. Und da haben wir praktisch das erstmal abgefrühstückt. Unsere Flotte ist unterwegs, genau. Unsere Flotte war unterwegs hierher. System scan complete. Neuigkeiten über ein Riese, das haben wir letztens schon gelesen. Ich glaube, da ist eine andere Zivilisation ebenfalls auf ein Leviathan oder ein Leviathan-ähnliches Biest gestoßen. Genau. Hier wird jetzt gebaut und zwar. Also hier wird es verbessert. Die Sternbasis hier wird verbessert. Hat vorhin den Grund, wir haben hier dieses Wurmloch. Das möchte ich absichern. Und ich möchte hier an sich einen zweiten Flotten oder meinen ersten richtigen Flottenstützpunkt an der Grenze zu diesen doch sehr feindseligen Reichen errichten. Gegen Nordak habe ich mich nun endgültig entschieden. Das können sich von mir aus diese Kamari-Hierarchie holen. Das ist für mich jetzt nicht so von Bedeutung, dieses Sternsystem. Das verpulvert mir bloß zu viel Reichsausbreitung. Ach Quatsch, was haben wir hier? In der Umlaufbahn des Planeten befindet sich ein Klasse 12 Asteroid. Die Umlaufbahn des kleinen Planeten oder Planetoiden scheint viel zu stabil, um natürlichen Ursprungs zu sein. Okay, dann schau es dir an. Ach, hier oben. Okay, das ist in Ordnung. Ja, unsere Flotte ist praktisch jetzt hier unten unterwegs. New technology discovered. Das gucken wir uns gleich an. Hier wird die Robotermontage gebaut, die Montageanlage. Und wir haben die Miniatur-Eindämmungsfelder gebaut. Sehr, sehr gut. Oh ja. Das machen wir gleich. Blaue Laser. Damit können wir doch unsere Flottenstärke nochmal um einiges erhöhen, weil unsere Wächterschiffe oder Nahkampfschiffe ja auf dieser Lasertechnologie basieren. Blaue Laser sind leistungsstärker als rote Laser. Ihre elektromagnetische Strahlung liegt in einer wellenförmigen oder Wellenlänge, die sie für die meisten organischen Wesen blau oder violett erscheinen lässt. Okay, sehr schön. Mach das. Aus irgendeinem Grund hat jemand einen Asteroiden eine stabile Umlaufbahn um Kamglari 1 geschleppt. Auf der Oberfläche befinden sich immer noch gewaltige Triebwerke und Brennschubdüsen, die aber schon seit langer Zeit unbrauchbar sind. Wer auch immer hierfür verantwortlich ist, hat auch die Mineralien des Asteroiden abgebaut, wobei diese Bemühung anscheinend nach kurzer Zeit wieder eingestellt wurde. Interessant. Durchaus. Aber vorerst zu weit weg, um uns hier oben diese Forschungspunkte abzuholen. Diese Systeme sind für uns auf jeden Fall noch interessant. Erstens, hier ist die Legierung, die wir gut gebrauchen könnten. Und hier nochmal seltene Kristalle. Anomaly detected. Okay.
Ein kleiner und eigentlich unbedeutender Mond. Im Orbit dieses Gasriesen scheint eine Flugbahn eingeschlagen zu haben, die letztendlich zu einer Kollision mit einem Gasriesen führen wird. Okay, schau es dir an. Das sieht auch schön aus, dieser Gasriese. Ach, diese Kanten, sind die schon immer so extrem scharf gewesen, diese Schattenkanten? Naja, sei es drum. Trotzdem sieht er, sieht echt schön aus. Gefällt mir immer wieder. Gut, hier unten ist unsere Sternenbasis fertig gebaut. Faszinierend, was haben wir hier? Einer der vielen Morde im Zulay Crew 2 befindet sich auf einem terminalen Orbit. Er wird schon bald mit dem Gasriesen kollidieren, was sicherlich zu einem gewaltigen Einschlagereignis führen wird. Dieses Ereignis bahnt sich schon seit Millionen von Jahren an. Dass es nun unmittelbar nach dem Besuch eines unserer Schiffe stattfindet, wird, ist ein verblüffender Zufall. Viele unserer Wissenschaftler möchten das Ereignis beobachten und aufzeichnen, aber wir haben nur ein kleines Zeitfenster, bevor es zu spät ist. Situation Log updated. Mach das. Das ist wirklich durchaus interessant. Danach wirst du weiter hier oben erkunden. Gut. Hier werden wir uns voll und ganz auf Schiffswerften konzentrieren. Zeig mal. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass hier Piraten entstehen werden. Dem werden wir wahrscheinlich entgegenwirken, indem wir früher oder später hier oben noch die, wenn wir eigentlich gleich machen, den Sternhafen verbessern. Und ich weiß gar nicht, ob wir es schon erforscht haben. System charted. Und dort praktisch Hangarbau für Raumjäger. Die wirken der Piratenausbreitung sehr gut entgegen. Okay, neue Forschung. Die Panzerung ist abgeschlossen. Wir könnten... Ja, komm, mach die Baugeschwindigkeit. Montagemuster. Eine schnelle Wiederholung bei Konstruktionssimulationen bestimmt optimale Bauteilvorlagen für jedes Bauprojekt bereits vorzeitig. Okay, sehr gut. Mach das, tu das. Unterlichtsonde entdeckt. Die MSS Child Trayson hat eine unserer verschwundenen Unterlichtsonden im Kanam-System gefunden. Wir sollten sie schnell wie möglich bergen. Situation Log updated. In der Tat. Das machen wir auch als erstes. Weil dann haben wir mit Sicherheit wieder das ganze System im Vorfeld schon erkundet und erforscht. Okay, 180 Tage soll das dauern. Gucken uns das hier schon mal an. Ach, das ist ein schönes Bild. Entschuldigt, ich muss mal ganz kurz hier. Ein Screenshot machen. Es tut mir leid für die kleine Verzögerung. Aber das ist doch glatt ein Thumbnail wert, ey. Sehr geil. Okay. In unser... Gleich. In unser Reichsaalstab können wir was Neues bauen. Und zwar, ganz wichtig, Leute, Verwaltungsbüros. Weil die brauchen wir jetzt am ehesten. Okay. Schrittweise. Wir hatten Erfolg damit, die Kollision zwischen Zulay Crew 2 und seinem Mond aufzuzeichnen. Das Ergebnis wurde aus verschiedenen Blickwinkeln aufgezeichnet und live in unseren gesamten Herrschaftsbereich übertragen. Noch wichtiger ist aber, dass unsere Wissenschaftler unter Führung von Conmicon eine große Anzahl wertvoller physischer oder physikalischer Daten sammeln konnten, von denen unsere Forschung sicherlich profitieren wird. Ja, definitiv. Sehr gut. Und hier schon das nächste gefunden. Die Oberfläche dieser Welt ist stark vernarbt. Und das Muster kann nicht natürlichen Ursprungs sein. Aus der Umlaufbahn stehen die gewaltigen Risse fast wie eine Handschrift aus. Okay. Dann schau es dir an. So. Ist die Schiffswerft ist hier gebaut. Und...
Hier machen wir jetzt einen Handelsknoten draus. Die Schiffswerft hier brauchen wir jetzt also vorerst nicht mehr. Ich denke mal, unser Hauptsystem ist auch recht gut geschützt, dass wir dort keine Schiffswerft brauchen. Die ist wohl am Rand sinnvoller aufgehoben. Okay. Jemand hat ungefähr vor 5000 Jahren aus dem Orbit... Jemand hat vor ungefähr 5000 Jahren aus dem Orbit mit Bergbaulasern einen ausgedehnten Text in die Oberfläche von Zulegro 2b gebrannt. Die gewaltige Schrift bedeckt einen Großteil der oberen Hemisphäre vom Mond. Es scheint eine Kurzgeschichte zu sein, die von dem harten Leben eines Aliensöldners handelt. Faszinierend. Definitiv faszinierend. So. Anomaly detected. Schwer. Vikal Mikon. Auf diesem unwirtlichen Fels gibt es Anzeichen für Aktivitäten der uralten irasianischen Konkordats. Haben wir jemanden, der das besser kann? Ja, so ziemlich jeder. Fachwissen Biologie, Fachwissen Archäologie und Feldmanipulation. Sorglos. Oh Gott, war das der Wissenschaftler? Ah, das ist jetzt ärgerlich. Naja, egal. Dann macht das halt. Research Project included. Wir haben die Unterlichtsonde im Kanam-System geborgen. Auf der Sensortelemetrie, die sie im Verlauf der Jahre gesammelt hat, verfügen wir nun über komplette Daten aller planetaren Körper des Systems. Die Sonden sind eingesammelt. Wir haben alle unsere verschwundenen Unterlichtsonden eingesammelt. Die detaillierten Informationen über unsere Kultur, die in ihnen gespeichert waren, sind nun von neugierigen Alien-Fotorezeptoren sicher. Mit Hilfe ihrer kombinierten Sensortelemetrie sind wir in der Lage gewesen, weitere Nachbarsysteme vollständig zu erkunden. Sehr schön. System charted. Okay. Construction online. Wir haben das schon mal abschließen können. Hier oben bei unserem Handel würde ich ganz gern noch was optimieren. Ich würde sagen, wir machen hier zwei weniger und kaufen uns dafür noch zweimal Konsumgüter ein. Dem müssen wir auch schnellstmöglich entgegenwirken. Ja, das können wir eigentlich machen. Wir können, wie gesagt, das können wir verkaufen. Wir bauen jetzt auch was ab davon. Und wir haben zwei, ne? Ja, so, da können wir definitiv eins verkaufen. Plus 7, sehr schön. Flottenlogistikbüros und Flottenakademie. Flottenkapazität plus 30. Oder den Terraformer. Den haben wir aber, glaube ich, jetzt, da wir das entdeckt haben in einer Anomalie, oder war das in einer Ausgrabung, ist egal, immer zur Verfügung zum Forschen. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir die Flottenunterstützung, was uns eine Kapazität von plus 30 bringt. Okay. Da extra solare Expeditionen immer häufiger werden. Was war das? Oh, das habe ich nicht ganz verstanden. Ja. Das Telefon. Sorry, da extra solare Expeditionen immer häufiger werden, ist es wichtig, zurückkehrende Flotten planetare Erholungszeiten zu verschaffen. Jo, definitiv. Erholung für jedermann. So, die Laser sind auch erforscht. Und, jo, Plasmawerfer. Das sind doch für unsere Zerstörer dann ziemlich gut, ne? Diese Waffen verschießen zerstörerisch Hochenergie-Plasma-Projektile, die sie extrem effektiv durch Schiffspanzerung fressen. Ja, erforscht das. Guck dir das an. Construction online. Gut. Ressourcenspeicher für einflussvoll. Ja, da können wir doch definitiv was... Zählt jemand mit, wie oft ich definitiv sage? Das ist definitiv furchtbar. Okay, Forschungsgelder.
Forschungsgeschwindigkeit plus 10%. Machen wir für 200 Einfluss. Gilt 12 Jahre. Wird erledigt. Und Erforschung der Sterne. Das können wir eigentlich auch machen. Erlass gewährter Wissenschaftler zusätzliche Fördermittel. Ja, und dieser Erlass drängt auf weitere galaktische Erkundung, um Licht ins Dunkle zu bringen und die Wunder zu finden, die hinter den Unbekannten liegen. Ja, machen wir. Diplomatische Zugeständnisse sehe ich jetzt nicht. Wozu? Wir wären eh keine guten Freunde mit dem Urk und der Kamari-Hierarchie. Also lassen wir das. Da investieren wir das lieber in die Erforschung neuer Welten, neuer Systeme. Okay, 202. Die Flotte verstärken wir jetzt auch und modernisieren sie im Nachhinein auch noch. Okay, ja. Haben wir hier. Halt, stopp. Bevor wir das machen, Kommando zurück. Zu eilig haben wir das nicht. Wir können doch jetzt die Flottenakademie bauen, damit unsere neuen rekrutierten Mannschaften wirklich einsatzbereit sind. Unsere neu rekrutierten Mannschaften? Entschuldigt, Leute. Müssen sie fähige Offiziere haben, die sie anführen? Die Flottenakademie stellt sicher, dass diese Offiziere in den Lehren und Praktiken der interstellaren Kriegsführung auf dem neuesten Stand sind. Kostet uns zwar monatlich etwas Geld, aber dadurch kriegen unsere ausgebildeten und neu ausgebildeten Schiffe einen guten Bonus in Erfahrung. Machen wir. Jetzt muss ich mal schauen. Nee, haben wir noch nicht. Ich habe gerade geguckt, ob wir die Hangarsysteme, von denen ich vorhin gesprochen habe, schon haben, aber leider ist dem noch nicht so. Ja, das geht jetzt. Ihr seht, deutlich schneller. Ja, wollte es hier keiner erforschen? Mach das mal danach. Ja, hier müssen wir auch noch ein Kuratorenlabor, weil das eine Sternenbasis hier müssen wir noch errichten im Devil's Maw. Weil wir dort ein Kuratorenlabor irgendwann errichten können. Ah, da kommen wir später dazu. So. Ja, hier ist, hier ist jemand arbeitslos. Montage, davon können wir diese schon modifizieren. Nein, das geht, glaube ich, erst. Wartet mal, ich weiß gar nicht. Anzeige umschalten. Ja. Interessanterweise sehen wir jetzt all die anderen Reiche. Oh. Ist mir nie aufgefallen. Oh, finde ich nicht gut. Na gut. Haben wir nicht hingeguckt. Nein, wir müssen leider erst einen Roboter bauen. Ja. New technology discovered. Um sie dann anzupassen, weil wir haben ja diese Roboteranpassung schon erforscht. Okay, hier nehmen wir Nachbrenner. Die leistungsstarken Schubtriebwerke beschleunigen die Gefechtsgeschwindigkeit von Schiffen, haben aber einen sehr hohen Energiebedarf. Haben sie wirklich, aber das sollte man schon schaukeln können. Oh, wir produzieren aber echt enorm viel Einfluss. Nicht, dass es mich stören würde. Okay, unsere Reichsausbreitung sinkt auch stetig. Sehr gut. Okay. Die von uns unterzeichnete Vereinbarung, euch auf Zugriff auf unsere Datenbank zu geben, ist abgelaufen. Möchtet ihr sie für weitere 10 Standardjahre verlängern oder benötigt ihr eure Forscher nicht länger die Informationen, die wir anbieten? Doch. Wir möchten die Vereinbarung gerne fortführen. Sehr gerne sogar. Schön. So. Durch Handel, wie viel monatlicher Zugewinn konsumiert? Genug, würde ich sagen. Habt ihr das gebaut? Seid ihr hier fertig? Ja. Okay, wir können jetzt die Flotte verstärken.
und die Flotte danach noch verbessern. Okay. Ja, dann müsste unsere Kampfkraft auch deutlich steigen. Ja, zumindest etwas. Aber es ist doch schon eine ordentliche Kampfkraft. So, ein verlassenes irasianisches Schiff. Vor über 1 Million Jahren wurde der irasianische Kreuzer in einer engen Umlaufbahn von Uskumia 6a aufgegeben. Das sich langsam drehende Schiff zeigte keine offenkundigen Anzeichen für Waffenschäden. Außerdem sind sämtliche Rettungskapseln vorhanden. Wie zu erwarten war, können aus dem Schiffsrumpf keine Energiesignaturen erfasst werden. Das wäre auch sehr merkwürdig nach der ganzen Zeit. Okay, wir haben eine neue verfügbare Tradition und die nicht ausgegebenen Eigenschaftspunkte. Aber liebe Leute, nichtdestotrotz, mit einem Blick auf diesen Mond, auf Uskima 6, beende ich die heutige Folge. Wie gesagt, da ich einen neuen Upload-Plan habe, sprich täglich eine Folge Rage, täglich 2 Folgen Stellaris, sehen wir uns, denke ich, in der nächsten Folge wieder. In dem Sinne, gehabt euch wohl, euer Bockgamer. Ciao!